Was geht ab, Leute? Sehen wir es wieder da mit einer neuen Folge Let's Play Transformers Devastation. So. Ja, wo müssen wir denn hin? Was ist denn jetzt der Plan? Frage, was ist Teletran Alpha? Teletran Alpha ist der erste Computer der Teletran-Reihe und der erste seiner Art. Seine Arbeit war stets perfekt, nie gab es Aufzeichnungen über einen Fehler, den Teletran Alpha gemacht hätte. Jegliche Fehler, mit denen Teletran Alpha zu tun hatte, konnten immer cybertronischen Fehlleistungen zugeschrieben werden. Kein Teletran seit Alpha konnte je diese Perfektion erreichen. Teletran Alpha war wohl die krönende Errungenschaft des goldenen Zeitalters und allen folgenden Teletrans fehlten Teile verlorener Technologie, die zum Aufbau des Alpha-Kerns gehörten. Die Teletran-Reihe existiert bis heute und macht sehr wenige Fehler, doch der Vergleich zum Original fällt immer negativ aus. Was ist das? Aha. Okay. Verbessere deine Waffen durch Synthese. Eine Waffe wird verbessert, während die anderen als Bauteillieferant verwendet wird. Waffen, die als Teillieferant verwendet werden, werden verbraucht. Die Waffe, die als Teillieferant verwendet wurde, kann auch ihre Fähigkeiten übertragen. Je hochrangige Waffen du verwendest, desto bessere Waffen erhältst du. Scharfschützengewehr. Thermal Doppelblaster. Und Kampfschwert. What are we waiting for? Megatron. Ready, ready, ready. Let's go. What are we waiting? All right. Ready, ready. Megatron must be stopped. What are we waiting? Follow me. Ready, ready, ready. Let's go.
Stahlschwert. Und Stahlhandschuhe. What are we waiting for? Megatron must be stopped. Leider sieht, ich finde Bumblebee echt cool, aber leider sieht er dort im Spiel echt hässlich aus. Brandgranatwerfer und Forstscharfschützengewehr. Ausrüsten. Stahlhandschuhe. Und das muss ich mal anders machen. Ready, ready, ready. Follow me. Megatron. What are we waiting? All right, let's go. Ready, ready, ready. So, Synthese. Da und die Stahlhandschuhe.
komm schon. Stahlhandschuhe. So. Das Kampfschwert und die Stahlhandschuhe. Das Stahlschwert. Das Doppelthermalschwert. So. Der Thermalhammer. Und Primes Axt. So. Scharfschützengewehr und Seitwip-Schwerter. So. Das Doppel-Erogen-Schwert und die Thermalhandschuhe. Der Thermal-Doppelblaster und Bumblebees Handschuhe. Keine Ahnung, ob das überhaupt Sinn macht, was ich hier mache, aber naja. Der Brandgranatwerfer und der Blitzhammer. Von Scharfschützengewehr. Der Ionenblaster. Pyrohammer. Der Blitz-Doppelblaster. Bumblebees Blaster und der Granatwerfer. Gehen einfache Raketen. Ja. Sind alle ausgerüstet. So, ja, ich mache es einfach so, dass ich in jeder Mission, wenn ich hier bin, immer einen anderen spiele. Damit wir einfach mal alles sehen. So, jetzt fangen wir mal an hier mit Optimus Prime. Bam. Dann noch ein Brandgranatwerfer und ein Frost-Scharfschützengewehr. Betreten. Ah, okay.
Bam, 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 bam. Aha, hier kann ich sie wieder verlassen. Geil. Hä? Da ist wieder verlaufen. Pilze. So. Hm. Was bringt mir das jetzt? Und bam. Ja. Ah. So. Rappala. Scrapper on hook. Whoa. Down, down, down. Keep trying. Bam. Another victory. Bam. Meine Fresse. Mhm. So. Bam. Optimus Prime. Sub-generator now.
deaktiviere ich den? Ja, okay, macht er schon von selber. Finde ich gut. Na dann. Aua. Wow. Das war knapp. Das war knapp. Was ist Ferrotaxis? Der Ferrotaxis ist für alle Cybertronier wichtig, die sich die Rückkehr des goldenen Zeitalters wünschen. Er enthält die Grundlagen der Kolonnade von Cybertron. Diese Grundlagen waren der Beginn der größten Ära der cybertronischen Geschichte. Außer seiner kulturellen und historischen Bedeutung ist der Ferrotaxis auch ein Supercomputer, der die Insektikons und die explosive Energie des Plasmakerns steuert, wenn sie ganze Planeten mit Cyberforming umgestalten. Die Insektikons erhalten Anweisungen vom Ferrotaxis, nach denen sie die Oberfläche eines Planeten umformen, damit das cybertronisches Leben herbergen kann. Die Energie des Plasmakerns wird dazu verwendet, die Grundlagenelemente des Planeten zu verändern, so dass eine selbsterhaltende Umgebung entsteht, in der Cybertronier leben können. Kein Cybertronier würde es gerne sehen, wenn dem Ferrotaxis etwas zustieße, trotz seiner mächtigen Fähigkeiten. Beim Cyberforming eines Planeten nutzt er die Kolonnade als Basis für die Gesellschaft, die entstehen soll. Er verwandelt einen Planeten buchstäblich in ein neues Cybertron, auf physischer wie auch auf gesellschaftlicher Ebene. Wenn noch Hoffnung auf die Rückkehr eines goldenen Zeitalters auf Cybertron bestehen soll, muss er unbedingt geschützt werden. Ja, so ist es. Geholt. Komm schon. Headshot. Wow. Boden hier noch mehr. Pam. Pam. Hab.
viel kann ich wechseln? Naja. Weißt du was? Dann wechsle ich doch einfach immer, wenn ich diese Arche hier sehe. So, dann würde ich auch mal sagen, lang genug ist die Folge. Wir machen hier mal Schluss. Wenn es euch gefallen hat, lasst den Daumen nach oben da. Und ich hoffe, wir sehen uns auch bei der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Transformers Devastation. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und haut rein.